So, hallo, wir machen weiter. Bei dem Part Tears of the Kingdom, bei dem wir vielleicht mit ganz viel Glück endlich auf Ganondorf treffen, denn wir sind jetzt zu fünft. Da ist noch so ein Viech dazu gekommen. Hallo Minero, und jetzt geht es in den Untergrund unter Schloss Hyrule. Und zwar ohne Umwege. Ich meine, da muss doch auch jetzt irgendwo diese Treppe sein, die Link und Zelda runtergegangen sind, ne? Weil da haben sie doch das Ganze angefangen zu suchen. Da waren doch dann auch die Bilder und alles. Zumindest vermute ich das jetzt mal. Entdeckt. Abgrund bei Schloss Hyrule. Ja, wow. Krasse Entdeckung, ne? Da ist schon mal eine Wurzel. Dann lösen wir die doch gleich mal aus. Bevor wir hier irgendwas tun, wird diese Wurzel hier ausgelöst. Das ist die Wurzel unter dem Schrein, zu dem ich mich auch gerade geportet habe. Na ja. Let's go! Das Schloss. Jetzt habe ich so viel Irrlichter und habe sie noch nicht so wirklich effektiv genutzt. Aber naja, was soll's. Ist jetzt erstmal wurscht. Ist jetzt erstmal völlig wurscht. Okay. Schauen wir weiter runter. Ich schätze mal, wir müssen zum Ende dieser Wurzel kommen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Oh, es geht schon noch ordentlich weit runter. Aber wo genau war jetzt dieser Treppengang, den die runtergelaufen sind? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre viel weiter oben gewesen, weil so weit weiter unten waren die jetzt auch nicht, oder? Wobei da ja auch Miasma angefangen hat. Na, wahrscheinlich waren sie doch sehr weit unten. Miasma-Ader. Okay, da unten kann ich stehen. Eieiei. Das sieht schon beeindruckend aus. Das will ich gar nicht leugnen. Da ist schon mal ein Raubschleim. Als würde er mir den Weg weisen wollen. Und sagen, du kommst hier nicht rein. Oh, damn. Okay. An die komme ich eh nicht ran, also einfach dran vorbei. Einfach dran vorbei. Ach, du grüne Neune. Ach, du grüne Neune. Okay. Scheiße. Tschüss. Okay.
So, mach dich mal weg, Kollege hier. Ah, Bruder. So. Wer wirft denn da jetzt noch? Ah. Nice. Ah ja. Du Drecksvieh. Wo ist er hin? Ah, da unten. Nicht gut. Aber ich sehe schon kommen. Mein Masterschwert ist gleich wieder vorbei. Ja, aber wir haben trotzdem genug andere Waffen im Moment noch. Hoi, hoi, hoi. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Da hoch weiter, ne? Ja, da hoch weiter. Aber wie gesagt, ich frage mich, ob wir zu dieser zu diesem Treppenaufstieg müssten wir doch eigentlich, aber das ist so weit unten, das geht ja immer weiter runter gerade. Ach, Junge! Mann! Oh je! Nee. Nee, echt nicht. Bin ich hier richtig? Ich glaube, da will ich hoch. Das sieht gut aus. Da will ich hoch. Ah, das muss nicht über eine Leune laufen. Wie komme ich da jetzt hin? Also selbst wenn ich den besiege, was? Haben die das angegriffen? Seid ihr des Wahnsinns? Wir legen uns jetzt nicht mit einem Leunen an. Okay, das ist jetzt schlecht. Okay, ich muss erstmal darüber. Der kann mich hier treffen, die Drecksau. Okay, ich kann so nach oben. Ich kann so nach oben, sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier runter will. Oh, wie kann der mich jetzt hier noch treffen? Hallo? War jetzt aber schon frech. Aber ich wollte eigentlich gar nicht hier runter. Aber na gut, jetzt sind wir hier unten. Was ist denn jetzt hier? Was geht hier ab? Also ich habe schon verstanden, der ist runtergefallen, deswegen kann ich den mit der Zeit zurückkehren, ne? Ja.
Alter Schwede. Der Weg ist nur minimal beschwerlich. Aber ich weiß halt überhaupt nicht, ob ich richtig laufe. Also ich meine, solange man sich weiter fortbewegen kann, wird es sicherlich nicht falsch sein, I guess. Aber keine Ahnung, wo ich jetzt irgendwann rauskomme. Ah, auf der anderen Seite, wo ich hoch wollte. Da unten ist der Leune, ne? Ja, okay, du kannst mich mal. Oh, scheiße. Oh, Bruder. Muss ich da jetzt auch einfach durchfliegen oder was machen wir jetzt hier? Nein! Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Ich bin gleich tot. Ich wollte mich gerade heilen. Ärgerlich. So, wo darf ich starten? Ach nee. Ihr wollt mich verarschen. Oh Gott. Okay, also ich muss mich wirklich zwischendurch heilen, sonst ist das Spiel so, nö, du startest immer wieder von vorn. Ach du Scheiße. Na gut. Na gut. Wir kennen jetzt einen Großteil des Weges. Da können wir es ja ein bisschen abkürzen. Das war nicht, was ich nicht wollte. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Shit. Ah, ärgerlich. So, neuer Versuch. Jetzt mit genug. Jawollo. Einfach weg. Einfach weg. Das hat man alles gerade schon erlebt und gesehen. Das brauchen wir alles nicht nochmal. So, hier ist Mr. Leune. Auch den brauchen wir nicht nochmal. Aber wenn man den Weg kennt, geht es so viel schneller. Krass. Das ist jetzt echt krass, wie schnell das gerade geht, wenn man den Weg kennt. Holy shit. Das ist jetzt übel. Weil das ja dann zeigt, dass man gar nicht... Ah shit, ich bewege mich ja auf ganz falschem Terrain. Das zeigt dann ja, dass man gar nicht tatsächlich so viel verpasst hat. Krass. Krass, krass, krass. Nicht verpasst hat, aber dass man gar nicht so lange braucht, um da wieder hinzukommen. So, aber dann kann ich mich jetzt mal kurz auf der anderen Seite umgucken. Ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Irgendwas von Interesse. Keine Ahnung. Truhe oder so. Scheiße. Aber das sieht nicht so aus, ne? Nee. Okay. Dann sind wir jetzt gleich da, wo ich gerade gestorben bin. Das ist natürlich sehr interessant. Ohne, dass wir wirklich... wirklich viel gekämpft haben. Also jetzt bin ich so viel schneller hingekommen. Das ist sehr gut zu wissen. Aber jetzt speichere ich ja an der Stelle. Keine Lust, hier nochmal drauf zu gehen. Aber jetzt habe ich auch so viel Energie, also selbst wenn ich jetzt ein paar Mal gefroren werde,
kommen wir da gut durch. Ach komm. So. Ich will eigentlich echt nicht mich hier groß umgucken. Ich glaube, wir gehen einfach runter, ne? Die Macht der Weißen kann diesen Ort nicht erreichen. Okay. Interessante Aussage. Ich muss jetzt hier alleine kämpfen, ja? Ist das, was du mir sagen willst? Das ist ja frech. Mir fällt gerade auf, mein Masterschwert hat ja aktuell gar nichts verstärkt bekommen. Das müssen wir ja gleich mal ändern. Das müssen wir ja gleich mal ändern. Angriffsstärke. Wovon haben wir denn recht viel? Ja, komm, wir machen Moblin-Viech dran. So. Let's go. Wunderbar. So muss das. Okay, guck mal, hier könnte ich jetzt sogar fliegen. Oha. Oh Gott, ich habe Fragen. Okay, hier sind so Narnium-Waffen. Holy shit. Was auch grundsätzlich natürlich nicht schlecht ist. Ja, genau. Okay. Ich glaube, wir nähern uns da was Großem. Ach komm. Ach komm, da unten wäre noch mal so ein Ding jetzt. Das sehe ich jetzt aber nicht. Komme ich da hoch? Ah, die kommen jetzt aber nicht bis hier hoch, oder? Das ist Cheaten. Das ist Cheaten. Das ist frech. Aua. Das ist nicht... das ist frech. Lass mich hoch, dankeschön. Das war frech.
Okay, der hält nicht mehr viel aus. Das war's mit dir. Alter Schwede. Hier sind wir runtergeladen. Jetzt aber mal im Ernst. Die haben dann, bevor ja das Schloss sich erhoben hat und so weiter, da sind die bis hier runtergekommen, von selbst. Ohne irgendwie fremde Hilfe und sonst... Nein, ich will nicht... Ohne fremde Hilfe und sonst was, ne? Sind die einfach hier runtergekommen. Das wollen die mir jetzt erzählen. Okay. So, das ist jetzt das, was die mir erzählen wollen. Wir waren am Anfang des Spiels. Waren wir bis hier runter. Und das haben Link und Zelda von ganz alleine geschafft. Und die haben da gegraben und so weiter und so fort. So weit in die Tiefe. Wirklich. Ist hier jetzt irgendwas oder nicht? Oder lege ich hier nur irgendwelche Waffen frei, die ich nicht brauche? Ja, das sieht schon aus wie ein Gang aus, oder? Oh, das war nicht, wohin ich werfen wollte. Nicht so ganz meine Richtung. Ja doch, hier geht schon weiter. Oh je. Jetzt haben wir einen Gang. Okay, wo komme ich jetzt raus? Och nee. Nimmt man denn mir jetzt hier an der Stelle auch einfach meine Viecher weg? So. Ist doch auch wieder Quatsch. Das ist doch reine Schikane. Der Gang ist auch frei. Wo bin ich jetzt? Ist das wieder der Raum mit dem Leunen? Oder ist das der Raum mit den... Das ist der Raum mit den... Ja, da bin ich hochgeklettert vorhin. Ja, nee. Dann... Weiß nicht, warum ich mich jetzt da durchgebombt habe. Das ist wahrscheinlich ein Alternativweg, um da hinzukommen oder so. Ah. Wie bin ich denn da jetzt hingekommen ohne Miasma? Hä? Wie bin ich hier hingekommen? Ich bin doch hier gerade auch hingekommen, ohne durch Miasma zu laufen, oder bin ich doof? Aber ja, das ist safe mit Miasma. Das Ding. Ja, nee, ich lege mir jetzt hier nicht nochmal mit Phantomganon an. Bin ich einfach durchgerannt? Wahrscheinlich ja. Okay, ja gut. Und ich bin geflogen, das kann sein.
Ja, ich bin von hier rüber geflogen. Verstehe schon. Okay, dann gehen wir jetzt den Weg runter. Und dann kommen wir doch jetzt aber wirklich, was ich vorhin gemeint habe. Oder im letzten Part, keine Ahnung, wann ich es gesagt habe. Dann kommen wir doch jetzt wieder an den Bildern vorbei, die wir ganz am Anfang des Spiels gesehen haben. Wovon ein oder zwei Bilder doch sogar hinter so Steinen eben waren, die ich jetzt wegsprengen können müsste. Aber hier fing alles an. Da sind wir damals runtergelaufen. Und das fühlt sich jetzt tatsächlich schon lange her an, weil es halt auch wirklich lange her ist. Also im Let's Play, glaube ich, so um die 100 Parts. Keine Ahnung, wo wir jetzt genau sind. Nee, wir sind schon über dreistellig, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, und hier sind wir dann rumgelaufen mit Zelda. Aber damals war hier noch weniger Miasma. Damals war hier noch deutlich weniger Miasma und keine nervigen Gegner auf dem Weg. Na, großartig. Na toll, sie ist auch noch kaputt. Ach, dumm, ey. Was soll ich jetzt gegen die machen, wenn ich mein Dings nicht hier habe eigentlich? Hallo? Soll ich die jetzt mit Blitz oder was angreifen? Ah ja. Na gut. Dann machen wir das halt so. Ja, hier waren wir damals, haben uns sehr lange umgeguckt. Bis wir dann ganz am Ende des Weges tatsächlich eben auf Ganondorf getroffen sind. Und dann fing alles an. Und jetzt ist hier alles oh, ich muss jetzt hier alles aufsprengen. Und ich krieg den Goronen nicht. Das ist doch dumm. Warum? Warum machen die das denn jetzt so doof? Na gut. Egal. Da sind die Bilder, das meinte ich. Und da ist der Rest, genau. Das müssen wir jetzt aufsprengen. Das interessiert mich nämlich. Aber jetzt gucken wir uns das nochmal an. Also. Wir sind ja schon so schlau gewesen. Nein. So. Das war dieses, na, so, das hat ja gerade uns Minero alles erzählt. Das hat uns ja gerade Minero alles erzählt. Genau, dann kam das, genau, so. Ah, und hier, okay, aber da fängt es jetzt auch an. So. Das ist dann die Geschichte. Zelda, die das Masterschwert heilt. Ja, das ist jetzt halt schon wieder Signa. Das sieht man jetzt hier dran einfach. Und es war ja damals theoretisch dann auch schon dran, obwohl wir da ja noch gar nicht in der Vergangenheit waren. Aber das ist ja dann so ein Kreislauf, der immer und immer wieder passiert. Und dann der... Ja, wofür steht das hier? Für den finalen Endkampf jetzt wahrscheinlich. Eieiei. Eieiei, Leute. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Also rein vom Skill her, ob der Kampf sehr schwer gemacht ist. So, keine Ahnung. Aber jetzt geht es nur noch die Treppe hier runter, dann sind wir da.
Ich hoffe, man darf sie vorher nochmal heilen, weil es wäre irgendwie komisch, wenn man mit diesem Miasma-Kram hier ankommt. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was abgeht. Ich speichere vorher nochmal. Und dann... Oh. Geht's noch tiefer runter? Wo in etwa sind wir jetzt kartentechnisch? Ah, immer noch direkt unter Schloss Hyrule. Okay, krass. Alter, die Musik, ey. Hätte man hier auch so runterfallen können? Weil das sieht so aus, als ob. Das wäre aber ja fies, wenn ich den Weg nicht hätte gehen müssen. So, wenn ich einfach an der richtigen Stelle runterfalle, dass ich dann direkt hier lande oder so. Ich meine, möglich ist alles, ne? Okay, ich glaube, ich muss mich ein bisschen mehr fallen lassen. Miasma-Grotte. Fackel. Ja, die brauche ich jetzt. Aber das ist wahrscheinlich unsere Fackel, die hier runtergefallen ist, ne? Muss ja irgendwie sowas sein. Alter, die Musik. Ist gar nicht gruselig. So gar nicht, gar nicht. Ach du Schande. Okay, Alter, ich krieg hier gleich Gänsehaut. Oh mein Gott. Es geht, glaube ich, gleich noch weiter runter. Ja. Oh mein Gott, wie das aussieht. Einfach alles. Ich will da nicht drauf landen. Okay, ich kann da drauf landen. Bruder. Ach du Scheiße. Muss ich gegen die kämpfen oder kriege ich eine Sequenz? Okay, ich kriege eine Sequenz. Sehr gut. Jetzt kommen nämlich die echten Weißen. Willst du das echt allein durchziehen? Genau. Du bist nicht allein, Link. Mein Bauch ist frei. Ich werde meinen Vorfahren stolz machen. Ich kämpfe an deiner Seite! Link! Zusammen werden wir Hyrule beschützen! Wir Gerudo stehen in deiner Schutz! Ich bin für dich da! Kommt Minero auch noch? Yes! Alte Fehler gilt es wegzumachen!
Let's go. Vernichten wir den Dämonenkönig ein für alle Mal. Let's go. Okay, ich muss trotzdem gegen alle kämpfen. Eieiei. Aber wahrscheinlich, wenn man jetzt nämlich direkt hierher wäre, na, dann würde man halt alleine gegen die kämpfen müssen. Also so Speedrun-technisch jetzt. Was krass wäre. Aber ich habe jetzt nichts zum Heilen bekommen. Das ist schlecht. Ach, ich hätte mir Miasma-Essen machen müssen. Scheiße. Vor allem, ich habe jetzt ja nichts zum Hierherporten. Also wie ist denn das jetzt, wenn ich nochmal weg will? Ich müsste mich... Ach Mann, das ist jetzt doof. Darf ich jetzt hier wenigstens... Aua. Darf ich hier mein Schwert wieder... Nein, darf ich nicht. Haben wir irgendein vernünftiges Schwert? Oh je. Ich hatte doch irgend so ein... Ah, komm, die Lanze können wir nehmen. Ah, sonst kann ich das Königsschwert auch verknüpfen. Ja, ja, ja. Oh, Bruder. Okay, das sind aber nur ganz normale auch. Also die sind gar nicht krass. Rennst du hin? Ach komm. Nein, ich wollte noch ausweichen. Aber der ist down. Sehr schön. Alter, wie viel Monstermaterial man hier bekommt, ne? Aua. So, aber wieso haben wir denn jetzt nur die Hälfte bis da oben? Was kommt denn jetzt noch alles? Ach du Scheiße. Oh, nee. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, die kann man gleich verknüpfen, wenn ich dann mal... Ah, warte, mit der kann ich gut kämpfen. Ich habe halt nur leider kein vernünftiges Angriffs... Quatsch, Angriffs. Kein vernünftiges Heilzeug gerade, weil ich das mir erstmal nicht wegkriege. Oh, das war knapp. Gefährliche Nummer. Okay, jetzt kommt nochmal irgendwas Krasses. Oh nee, was machen sie jetzt? Bitte kein Leune. Was? Ah, ich verstehe. Ich bräuchte jetzt meine... Ja, okay, die kriege ich erstmal so weg. Okay, die kriege ich gar nicht weg. Was ist denn das jetzt hier für eine Schar... Ah, das sind doch solche Mumien, oder was? Ah, leck mich doch. Wo ist denn meine Blitzkollegin? Nein. Master Schwert hat seine Kraft zurückerlangt, das ist gut. Nützt mir nur gerade nichts, wenn ich meine Blitzkollegin entfinde. Wo ist sie denn?
Da. Bleib mal hier. So, nochmal. Und gleich nochmal. Oh, Bruder. Ja, ich kann ja auch mit Elektro schießen. Okay, was kommt jetzt? Ja. Okay, Master Schwert ist wieder zurück. Weg, 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 weg. Ah, meine Energie halt, ne? Gut. Das war knapp. Ich pfeffer eine Bombe rein, komm. Scheiße. Mann! Okay. Okay. Wir haben es gleich. Yes. Bruder mit einem einzelnen Herzen. Schwierige Nummer. Ist das Ganondorfs Miasma? Heißt das, er ist dort? Die kennen wir alle schon. Dieses Scheusal beschwört seine Monster erneut herauf. Das wird ihn auch nicht vor dem Untergang bewahren. Man muss jetzt gegen alle nochmal kämpfen? Nee. Das machen die jetzt, oder? Das Schicksal uns auferlegt. Überlass ihn uns. Genau. Geh du schon mal weiter, Link. Ach so. Wir zeigen denen, was die Weißen drauf haben. So läuft das jetzt. Wir haben sie ja schon einmal besiegt. Das ist in Windeseile erledigt. Zögere nicht, Link. Alles Weitere obliegt dir. Natürlich. Darf ich mich heilen? Dieses eine einzelne Herz gefällt mir nicht. Oh je. Das geht nicht gut. Das kann nicht gut gehen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Hallo. Diese Welt war schon der Dunkelheit geweiht. Doch ein schändliches Licht legte sich über sie. Sie bemerken sie von Feiglingen, denen nichts teurer ist als ihr alberner Frieden. Früher war das anders. Wohin man auch sah, loderte der Kampfgeist.
Da ist er wieder. Da ist er wieder. Doch nun werde ich der Welt ihr altes Antlitz zurückgeben. Ich werde sie nach meinem Willen formen und beherrschen. Wie es einem König gebührt. Okay. Ganz genau hin. Der wahre König ist zurück. Seine Welt wird heute neu erschaffen. Können wir, bevor ich kämpfe, Ganondorf erst vielleicht... Okay, können wir nicht. Das ist schlecht. Wie kann ich mich denn jetzt heilen? Ach, das ist doch kacke. Die Dinge alleine kann ich ja nicht essen, ne? Das nützt mir nichts. Hier diese Teile da. Die kann ich nur... Ja, es ist halt schlecht jetzt. Das ist halt ganz schlecht. Wie macht man das denn jetzt am blödsten? Ich habe nichts, was mich irgendwie ansatzweise heilen würde. Ja, Kämpfer mit einem Herzen, ne? So, ja, perfekt. Vielleicht bin ich ja jetzt wieder geheilt. Wir gucken mal, wo ich rauskomme. Am besten, ich starte wieder mit einem Herzen bei ihm. Ja, mit dreien. Ja, aber Freunde, ich kann mich ja hier nicht hinporten. Also wenn ich jetzt weggehe... Oder wie sehe ich das? Ich komme doch hier nicht wieder hin zurück. Ja, okay. Jetzt hätte ich aber vorher das Masterschwert verbinden können. Das war jetzt natürlich dumm. Also das, ja, das kann ich vorher machen. Das hätte ich vorher machen sollen. Was das Masterschwert zumindest stärker wird, das kann ich vorher machen. Das ist ganz klar. Das habe ich jetzt verkackt. Also das, ne, keine Frage. Da das Masterschwert nicht kaputt geht, kann ich das jetzt selbst mit dem Gipto-Knochen verknüpfen? Nur mal so Interesse halber. Und geht's jetzt trotzdem kaputt? Dieser Gipto-Knochen? Oder bleibt er jetzt dran? Gut. Also so wird das nix. So wird das nix. Wie komme ich hier raus, ohne alles nochmal ablaufen zu müssen? Also in die Richtung... Komme ich in die Richtung wieder raus? Aber da kämpfen ja theoretisch meine Kollegen, ne? Und da ist ja... Ja, da ist jetzt alles zu. Nee, also wenn man sich kein gescheites Essen mitgebracht hat, was Miasma heilt, hat man jetzt einfach Pech gehabt, oder wie sehe ich das? Das ist nicht gut. Das ist schlecht. Oh je. Ja, das ist ganz schlecht.
Okay, dann können wir jetzt nur Folgendes probieren. So. Ich will es einmal probieren. Ich will wissen, ob der kaputt geht oder ob der benutzt werden kann weiter als Kam. Also, dass ich mit dem Dauer kämpfen kann. Weil das Masterschwert dürfte jetzt ja gegen ihn nicht kaputt gehen. Gucken wir mal, was passiert. Ach Junge, ein Schlag und ich bin tot. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, aber ich habe das gespeichert, dass ich das Ding dran habe. Das ist doch schon mal was. Heieiei, ich muss hier nochmal raus. Aber wie komme ich dann zurück? Kann ich hier so ein Medaillon setzen? Das wäre cool. Das muss ich ausprobieren. Aber ich glaube es fast nicht. Okay. Okay, ich habe ihm aber schon ordentlich Schaden gemacht, ne? So ist es nicht. Also es ist erstmal ein relativ normaler Schwertkampf am Anfang. So, ich probiere jetzt mal ein Medaillon zu setzen. Aber ich wette, es heißt gleich, Medaillon kann hier nicht gesetzt werden. Irgendwie sowas. Never mind. Never freaking mind. Okay, perfekt. Ja, dann. Abflug. Warum nicht? Ich kann eins setzen. Das darf ich. Aber ich darf mich nicht mehr raus teleportieren. You serious? Ich komme jetzt gar nicht mehr raus. Oder was? Wenn ich einmal hier reinlaufe, bin ich hier drin oder wie? Wie sehe ich das jetzt? Okay, pass auf. Dann müssen wir uns nochmal anders behelfen. Ich weiß schon wie. Jetzt kommt hier meine Kochkünste hier. Okay, pass auf. Wir müssen uns ganz viel Miasma-Essen machen. Wie geht Miasma-Essen? Hier irgendwie, ne? Genau, kann Herzen auffüllen, wenn diese durch Miasma reduziert wurden. Das brauchen wir. Das brauchen wir ganz viel. Und sonst brauchen wir davon, glaube ich, nichts, ne? Ich glaube, das war das Wichtigste. Oder was gab es denn noch so an Sachen, die vielleicht nötig sind dafür? Oder wie kriege ich mehr Herzen zustande? Also das sind die Sonnenfleckchen. Und da haben wir jetzt aber, wenn ich mir das angucke, steht da auch nur so +3, +3. Also da müsste ich auch schon eine ganze Menge mehr davon machen. Und dafür brauche ich Milch und Getreide. Ich meine, das habe ich wahrscheinlich, aber gibt es da nicht noch mehr Zutaten, die, also kann man, was passiert denn, wenn ich einfach 5 Stück davon jetzt mache und die verwurschtel?
Oh, plus 5. Okay, das ist, was ich brauche. Man kann nur einmal kochen mit so einem Reiskochtopf. Das ist ja auch krank. Ich dachte, da kann man ewig viel davon, aber kann man gar nicht. So, guck mal, jetzt haben wir hier alle unsere Herzen wieder. Sehr schön. Also fast. Das waren nicht mal alle, ne? Krass. Ey, angenommen, ich hätte jetzt keinen Reiskochtopf. Ich wäre hier komplett aufgeschmissen, wenn ich jetzt nichts davon hätte. Ich meine, klar hat man einen Reisekochtopf dabei, aber... Lol. So, imagine einfach. So, pass auf, jetzt kombinieren wir das. Mit irgendeiner krassen anderen Sache. Haben wir noch so einen Maxi-Pilz oder sowas? Oder ein Maxi-Fisch? Maxi-Barsch, ja, let's go. Mal schauen, was draus wird. Ich hoffe, es funktioniert. Scheiße. Der hat jetzt nicht den Effekt, den ich wollte. Warum, der hat nur 4 Herzen. Hä? Ich dachte, so ein Maxi-Fisch ist... Als Kochzeit füllt sein nährstoffreiches Fleisch all deine Herzen auf und erhöht die maximale Anzahl an Herzen. Habe ich das durch das Soja, also durch das Sonnenfleckchenzeug jetzt negiert den Effekt oder was? Ach, komm schon. Gut, also kombinieren wir das nicht miteinander, ja? Ist okay. Wir kombinieren das nicht mehr miteinander. Wir machen einfach nochmal so ein Ding. Ja, komm, wurscht. Mach mal 5 Stück. So. Und jetzt erstmal einmal das. Wie gesagt, waren es nur 2 Stück, aber weg ist weg. Jetzt speichern wir nochmal. Nee, Quatsch, jetzt speichern. Doch, wir speichern. Na, wir essen gleich so ein Teil, dass wir wirklich voll geheilt sind. So. Und essenstechnisch habe ich eigentlich genug. Jetzt ist die Frage, wie will ich gegen Ganon kämpfen? Rein ausrüstungstechnisch wäre das Stärkste. Ich würde aber auch gerne auf Angriff gehen. Na, Angriff plus. Das habe ich jetzt halt leider nicht hochgelevelt. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber es könnte schlimmer sein. Und dann, ja, ich denke, mit Nascrona als Miasma-Schutz ergibt schon noch am ehesten Sinn. Alles andere ist ja... Nee, alles andere brauche ich nicht. Wir probieren es mal so. Let's go. Speichern. Habe ich jetzt an meinem Schwert noch das Ding dran? Ja, okay. Wie, hä? Wieso kann ich jetzt wieder nicht speichern? Was ist denn das jetzt für eine Nummer? Konnte ich das vorhin auch nicht? Ich glaube, ich konnte es vorhin dann auch nicht. Okay, ja gut, dann gucken wir mal, was passiert. Dann hoffe ich, dass ich genau da immer wieder starten darf, jetzt, wenn das jetzt nichts wird. Wir sind jetzt jedenfalls mal voll ausgerüstet. Voller geht's nicht. Na, Ganon? Okay. Ist das schon alles? Nee. Ah, der Knochen ist kaputt gegangen. Okay. Das heißt, die Materialien gehen kaputt. Das Schwert bleibt stark. Das ist gut zu wissen. Weil dann kriegt es jetzt ein silbernes Exal vors Horn dran gesetzt. Hat es geklappt?
Hab's nicht, ich sehe es nicht. Ist da jetzt ein Horn dran oder nicht? Ist ja egal. Hab ich nicht vor. Oh, aber ich sehe gerade, er zieht mir auch. Er zieht mir auch Miasma-Shit ab. Also das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, weil dann muss ich doch mehr Sonnenflecken-Food machen. Dann muss ich mehr Sonnenfleckchen-Food machen. Weil dann kann ich mich normal gar nicht heilen. Das nützt mir nichts. Ich brauche mehr von diesem Sonnenfleckchen-Essen. Shit. Das ist nicht gut. Und ich kann mich nicht mehr rausporten. Was ist denn das? Also, was soll denn jetzt einer machen, der hier nicht mehr sein will? Der muss dann den früheren Speicherpunkt laden, oder wie sehe ich das? Ich komme nicht mehr raus. Dann muss man den früheren Speicherpunkt halt laden, ja gut. Ergibt irgendwo Sinn, aber Bruder. So, aber das heißt jetzt auch wieder, nur mit Miasma-Essen komme ich hier weiter. Alles andere ist Mist. Das ist schon übel. Das ist schon irgendwie übel. Okay, also noch einen Kochtopf nutzen. Weil man kann nur einmal kochen mit dem Kochtopf. Das heißt, ich muss jetzt jeden Kochtopf nutzen, um damit ein so Ding zu machen. Und die brauche ich dann gegen Ganondorf. Ey, das ist... Puh. Wow. Das ist gerade passiert, ne? So, dann haben wir jetzt zweimal solche Dinge. Dann kann ich mich jetzt zweimal hochheilen. Alter Schwede. Dann verstärken wir jetzt noch unser Masterschwert. Diesmal vorher. Mit dem, was ich nehmen wollte vorhin schon. Weil das hier ist ja... Oh, doch, das weiße Leune-Massivhorn ist ja nochmal krasser. Ja. Na, dann kommt das Ding ran. Das wird ja hoffentlich auch genug halten. Das wird ja auch hoffentlich genug halten. So, let's go. Hä, was ist denn an dem Masterschwert jetzt schon dran? Ach, der gibt uns Knochen. Haben wir gesagt, der kann weg. Sehr gut. Neuer Versuch. Also ich muss gut aufpassen, dass ich ihm ausweiche. So, na, mal gucken. Ich finde es aber krass, dass man nicht zurück kann. So, es gibt wirklich keinen Weg zurück mehr. Shit. Es kommt nicht mal als Finger über. Shit. Nichts da. Boah, kann er das auch? Das ist ja übel. Nein, das ist nicht gut. Shit. Neuer Schild. Nimm das. Jetzt aber. Ja, das ist ja sehr gut. Ja,
Ah, ich muss hier fliegen, ich verstehe. Also, okay, doch nicht. Nee, aber von deinem Miasma. Alter, wieso habe ich nicht getroffen? Frech. Mist. Ist das schon alles? Nein. Das ist nicht. Okay, hochheilen. So. Und dann jetzt das richtige Maxi-Essen hier mit ordentlich gelben Herzen. Ja, da fehlt nicht mehr viel für den ersten Teil. Und meine gelben Herzen sind alle schon weg. Auch nicht gut. Oh, wie sehr habe ich es vermisst. Der Rausch der Schlacht bringt mein Blut zum Brodeln. Doch es war nicht mehr als ein bloßes Vorgeplänkel. Jede Faser meines Körpers dürstet nach noch gewaltigerer Macht. Jo, alles klar. Ja, Bruder. Was ist das denn für eine Energieleiste? Nun trittst du von der Bühne ab. Und diesmal wirst du mir als Mutter den Arm einbüßen. Wieso sind denn jetzt 5 Stück? Okay, wir machen trotzdem ordentlich Damage. Link, ich helfe dir! Ja, okay. Finde ich gut. Ich versuch's. Okay, er weicht aus wieder. Alles gut. Soll mir recht sein, wenn ihr da mitmacht. Dass ich dieses Ausweichen halt nicht so gut kann, ne? Das ist immer wieder kritisch. Vorsicht. Nein. Ja, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Schade. Ja, okay, ich wollte zu viel. So, was kann man jetzt immer ins Gesicht? Ich schmeiße mir jetzt mal so einen Dolch ins Gesicht. Ich will jetzt mal wissen, wie viel so ein Dolch bei ihm macht. What? Hä? Habe ich mit dem Dolch jetzt ihn geskippt oder was? Habe ich mit dem Dolch jetzt den Kampf geskippt? Das wollte ich nicht. Ist der Dolch sowas wie ein Cheat oder was? Hä? Was ist passiert? Ist dieser antike Dolch, kann man damit den Kampf skippen? Oder was ist da los? Okay, ich heile mich nochmal hoch. Also, was ist denn da los? Sehr gut. Ich will, wenn dann schon... Oh, krass, der kann das auch noch. Das ist übel.
Aua. Da sind die gelben Herzen weg. Auf geht's. Und mein Schild auch. Neues Schild. Oh Mann. Scheiße. Vor allem nochmal kann ich mich nicht mehr hochheilen. Okay, damit kriege ich ihn auf jeden Fall. Okay, damit nicht. Nein, Mann, ich will ausweichen. Oh, mein Gott. Das gibt's doch nicht. Wieso darf der das? Nein, mein Schild ist schon wieder kaputt. Neuer Schild. Oh je. Ich treffe ihn halt gar nicht mehr, ne? Nur noch so treffe ich ihn, aber das ist ja nicht gut. Oh mein Gott, scheiße. Nee, keine Chance. Ich treffe ihn gar nicht mehr. Ja, okay, scheiße. Keine Chance mehr gehabt. Puh. Wo starte ich jetzt? Wahrscheinlich am Anfang vom Kampf. Aber das mit dem, also den Dolch, ich wollte nicht mit dem Dolch den Kampf skippen. Das machen wir nicht nochmal. Das ist ja doof. Das ist nicht mein Ziel gewesen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Den großen Kampf gibt es dann natürlich beim nächsten Mal. Aber ich finde es nach wie vor krass, dass man nicht mehr hier raus kann. Das fühlt sich nicht richtig an. Ich müsste wirklich laden und dann alles nochmal machen. Bäh. Ja, müssen wir so hinkriegen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.